Das Schwein ist gerade zu sehr damit beschäftigt, ständig Armbrustschützen rauszuschicken, um die Holzfäller zu beschützen. Kalif ist ein bisschen am Wirtschaft treiben. Oh, ja, Schlange geht mit auf den Kalif. Das einzige Katapult wird nicht besetzt, oder? Schlecht. Das bringt nicht viel. Das kann mal wieder eine schöne Warterei werden am Ende auf Angriffe, glaube ich. Obwohl die Schlange ja ganz gut daran ist, jetzt den Kalif zu schwächen. Wenn das Schwein jetzt auch auf den Kalif gehen würde. Ich meine tatsächlich, auf diese Distanz wäre ein Schwein gegen Schlange interessant. Im Ultimate Deathmatch habt ihr ja gesehen, wie es ausgeht, wenn ein Schwein nah an der Schlange geparkt ist. Aber auf große Distanz sind sich beide ziemlich ebenbürtig. Die Schlange hätte durchaus gute Chancen, das Schwein, gerade so mit seiner schwächeren Bug noch, das könnte da ziemlich gut was an Schaden anrichten. Vor allem, weil er ihn wirtschaftlich... Ja, im Prinzip hat das Schwein ja die bessere Wirtschaft, aber hat viel zu hohe Ausgaben. Truppen sind halt auch einfach teurer als jetzt Bogenschützen und Lanzenträger. Obwohl die arabischen Bogenschützen schon ein bisschen was kosten. Ein bisschen ist gut. Zweiteuerste Einheit im Spiel so gesehen, so von den reinen Anschaffungskosten nach dem berittenen Bogenschützen. Ja, nach dem berittenen Bogenschützen, passt schon. Oder waren die... Oh, jetzt fällt's mir... Doch, die... Nee, nach dem berittenen Bogenschützen und arabischen Schwertkämpfern. Die drittteuerste. Wenn man nur auf den Goldpreis geht, Rekrutierungskosten. Mal ganz ohne Ausrüstung dazu bei den europäischen Einheiten. Patrouillenbogenschützen. Ja, damit kann die Schlange... Okay, damit kann die Schlange dem Kalifen auch gewaltig auf den Sack gehen. Vor allem... Jap, bald sind die Bäume unten weg. Dann gibt es die Holzfäller-Offensive. Ich glaube, dann wird die Schlange ordentlich den Kalifen auf den Sack gehen, weil er mit seinen Bogenschützen höchstwahrscheinlich immer weiter Richtung seiner Wirtschaft rückt und ihn damit tatsächlich von hinten aushungert. Und das Schwein kriegt einfach keine Angriffsarmee mehr zusammen, weil er ständig Armbrustschützen losschickt. Junge, was bringt dir das? Hier, du triffst doch nicht mal. Du triffst immer noch nicht. Boah, wenn ich so wenig treffen würde wie du. Dann würde ich wahrscheinlich so wenig treffen wie du. Ja, hat eine Weile gedauert für die Schlussfolgerung. Waren einige Gedankengänge notwendig. Mussten auch ein paar Sponsorenverträge getroffen werden. Hallöchen. Kalif kommt zurück. Okay, hier gibt es hauptsächlich Patrouillenkämpfe zwischen den beiden. Die Schlange ist der Einzige, der gerade relativ ungestört sein Süppchen kochen kann. Süppchen. Jetzt geht schon los mit der Holzfäller-Offensive. Jetzt fängt er schon an, hier den Kalifen ordentlich auf die Klöten zu gehen. Da brennen die Klöten, was? Jap. Das ist mal wirtschaftliche Sabotage vom Feinsten. Jetzt fehlen bloß noch seine Sklaven. Stimmt, Schlange. Was ist eigentlich mit deinen Sklaven? Das hier ist übrigens ja stimmt. Das ist eine der Burgen, wo es sich eigentlich einbuddelt. Dieses Torhaus hier ist zusätzlich platziert. Dafür extra. Weil das hier ist auch eine sehr effektive Schlange im Prinzip. Vor allem wegen diesem Turm vom Bergfried. Das ist verdammt effektiv. Oh, neues Schwein. Gut, ich meine, das Schwein verbaut sich gerade die einzige Möglichkeit, den Kalifen zu besiegen, wenn er die Schlange kaputt macht. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ah, jetzt kommen doch die Sklaven, aber die machen nur ein paar Einzelfarmen kaputt. Was nix bringt viel. Oh, freie Fahrt. Aber gut, die Schlange hat eine Angriffsarmee ready. Also einen guten Teil davon. Das wird schwierig. Na ja, gut, das Schwein kann jetzt den Kornspeicher kaputt machen. Blut für den Kornspeicher. Oh gut, ordentlich Schaden kann er zumindest anrichten. Aber ist ja nicht so, als hätte die Schlange genug Zaster in petto. Um das Loch wieder zu stopfen. Hihi, Loch stopfen. Sag mal, Schwein. Gut, ich meine, bis der mal kein Holz mehr hat und mit seinen Holzfällern hauptsächlich darüber expandiert, vergeht viel Zeit. Weil die Bäume in der Mitte sind jetzt bald ausgeschöpft. Gut, wenn die Holzfäller mal mehr tun würden, als zu sterben. Yep, da geht wieder Operation Wirtschaftssabotage los. Das wäre halt so das richtig üble Team ab. Schlange zerstört hinten um die Wirtschaft, während das Schwein dann vorne rum angreift. Da müsste bloß sein Fokus ändern und der Kalif wird auf lange Sicht hin einfach komplett niedergedrückt werden.
Ja, da hört man ein Schwein gegen Schlange. Gut. Das Problem ist, der Kalif hat derzeit einfach zu schwache Wirtschaft, um selbst richtig effektiv anzugreifen. Es reicht gerade mal, um immer seine Patrouillen rauszuschicken, die immer zernichtet werden. Schleuder, Schleuder, Schleuder. Ja, ja, natürlich. Na, aber das Schwein wird auch ein bisschen genervt hier mit den Patrouillen. Zumindest so weit, wie es möglich ist. Die arabischen Bogenschützen haben halt den Vorteil, dass sie zwei Armbrustbolzen aushalten. Solange hier kein positiver Angstfaktor mit im Spiel ist. Bei den Armbrustschützen. Das ist durchaus ein Vorteil im Vergleich zu normalen europäischen Bogenschützen. Die sind nämlich nach einem Schuss tot. In so gut wie allen Fällen. Ich glaube, selbst mit maximalen positiven, selbst mit maximalen negativen Angstfaktor bei den Armbrustschützen, ich glaube, sie sind trotzdem immer One-Hit. Und es macht einen Unterschied, ob man One-Hit ist oder nicht. Das ist eine ordentliche Anzahl an Punkten. Da rennt mitten in die Schwertkämpfer rein, du Volltrottel. Ist eigentlich schon wieder nicht aus dem Katapult geworden. Schlange, warum schaffst du das nicht? Was ist los? Red mit mir, bitte. Schlange, wir müssen reden. Bogenschützen sollten sich lieber erstmal auf die Ballisten fokussieren. Herr Bourigard, so geht das nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich sie weiter finanzieren kann. Bourigard offiziell von mir gesponsert. Alle Truppen tragen so Udwin-T-Shirts. Irgendwo muss er sein Geld haben, oder? Aber hier, guckt euch mal an, Operation Wirtschaftssabotage von der Schlange. Es erreicht ein ganz neues Level. Sobald er mal bei den Steinbrüchen wird mit seinen Sklaven. Sobald er mal bei den Steinbrüchen wird, was ist denn das von Deutsch sein Tuten? Aber derzeit ist er echt gut dabei, hier den Kalif einfach nur voll auf den Pelz zu gehen. Und das Schwein, ja, mit den Armbrustschützen hier und da. Es ist derzeit einfach noch am wahrscheinlichsten, dass der Kalif einfach auf kurz oder lang ausläuft. So inkontinent. Richtig, übel heftig. Ich meine, derzeit können von Kalif-Farmen nur die oberen betrieben werden. Und selbst die Steinbrüche sind nicht mehr so wirklich sicher. 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 Ja, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir jetzt wieder ein bisschen... Soll ich mal sagen, dass wir wieder warten, bis jetzt irgendwelche Angriffe stattfinden? Bei dem Dreiergespann hier. Ich meine, Schlange geht auf Kalif. Schwein geht auf Schlange. Jetzt fehlt bloß noch, dass Kalif auf Schwein geht, aber das kann man nicht sicher sagen, weil der Kalif einfach nicht mehr angreift. Worauf schießt du? Trifft schon wieder nichts. Ein bisschen näher ran und jetzt... Oh, Treffe. Okay, das Schwein kann mit seinen Armbrustschützen auch auf lange Sicht ein bisschen vorrücken, tatsächlich. Mal wieder auf die Schlange. Gut, ich meine, drei Katapulte im Angriff können dem Kalifen wehtun. Also das Schwein gegen den Kalifen könnte auch dann noch interessant werden. Vielleicht hat der Kalif dann auch mehr Möglichkeiten. Also wenn jetzt die Schlange stirbt, wenn sie sterben würde, hätte der Kalif wieder Möglichkeiten, an seine Wirtschaft ranzukommen und mehr Geld zu machen. Dann könnte es noch ein ganz interessantes Duell werden. Wenn ich eher auch zu Schwein tendiere. Aber ich glaube, nee, das Schwein kommt da noch nicht durch. Das Schwein müsste einfach den perfekten Zeitpunkt abpassen und direkt nach dem Angriff von der Schlange kommen. Dann wäre es wirklich Optimum. Aber so... So kurz davor durch zu sein jetzt. Oh, da kommt noch eine Nachhut. Da trägt jemand einen Nachhut. Seid auf der Hut. Nein, ich trage keinen Hut. Okay, das erste Mal, dass die Schlange persönlich angetatscht wurde. Grabsch. Ey, sexuelle Belästigung. Am Kriegsplatz. Sexuelle Belästigung im Krieg. Ist ja auch Arbeitsplatz für einen Soldaten, ne?
Heilige. Okay, ich würde mal sagen, jetzt fangen wir einfach mal. Ist aber schon interessant, den wirtschaftlichen Vorstoß, was der an Patrouillenbogenschützen hat. Wenn er die alle noch mit in den... Stell ich mal vor, da würde die kontinuierlich hier gegen die Burg schicken. Dann würde er wirklich die Burg räumen, Stück für Stück. Vor allem mit den... In Kombination mit den Armbrustschützen vom Schweinilein. Der gerade... Dieser Bogenschütze hat echt... Der ist jetzt hier unerreichbar gerade und kann von da aus alles wegsnipern. Schniepen. Boah, aber ich würde sagen, wir sehen uns, sobald was Tolles passiert. Schnaffeldi, Schnuff. Speichern. Kaffee. Getroffen. Günther wütend. Nicht wütend genug. Jetzt sind die Bäume da oben dran und er wird weiter vorrücken gegen die Bäume. Bäume. Die Bäume sind es. Jetzt dann dahinter, dann dahinter. Das wird heftig. Das wird heftig, sobald es dann weiter vorgerückt wird. Bald geht's gegen die Steinbrüche. Dann tut's nur noch weh. Okay, da wären wir. Die Schlange greift an. Jetzt können die Bogenschützen sogar mal ein bisschen vorrücken. Mit Vorrücken mit Hinterschinken. Apropos Hinterschinken. Schwein macht gerade nichts. Okay. Reicht noch nicht ganz, aber das Schwein hilft ein bisschen mit Streitkampfkämpfern aus und macht Ballisten kaputt. Was für eine Kombo. Kombo. Wir greifen den Turban. Ach nee, wir lassen es doch lieber sein. Arm ausgerenkt. Ah. Aber im Übrigen... Der Vorstoß der Schlange, das geht immer weiter. Es werden immer mehr Bäume gefällt. Spätestens sobald er hier oben angekommen ist, zum einen legt er sich dann mit diesen Türmen da hinten an, zum anderen kommen die Steinbrüche zu nichts mehr und wahrscheinlich auch die Farm nicht mehr. Dann ist der Kalif tatsächlich komplett von der Außenwelt isoliert. Also so macht das so richtig einen auf China oder Nordkorea, noch schlimmer. Das Schwein hilft auch mit. Also es geht gerade wirklich alles gegen Kalif, bis auf die Hauptangriffe vom Schwein. Apropos, das sollte auch nicht mehr sehr lange auf sich warten lassen. Was sagt denn die Statistik? Guck mal auch mal wieder an. Dass das Schwein solche Geldprobleme hat, er kriegt trotzdem... Ich meine, er hat zwei Leute, die ihm Armbrüste machen. Drei Harnischmacher. Zwei Schmieden, die laufen. Der müsste auch eigentlich gut kontinuierlich Truppen ausbilden können. Und die Steuern dürften reichen. Nahrung kriegt er genug rein, die Steuern dürften auch reichen. Er kriegt sogar noch genug Eisen rein, mehr als er produzieren kann. Eigentlich sollte er doch ständig konstant ganz gut Truppen ausbilden können. Er hat eigentlich das Potenzial. Ich frage mich, was der macht. Was machst du? Ich meine, sobald die Schlange ein bisschen weiter mit den Holzfällern... Eigentlich wird es jetzt schon interessant, hier zuzugucken. Ich meine jetzt schon während der Wartezeit ist ein bisschen was passiert. Also es war nicht komplett langweilig hier und da gab es immer wieder Geplänkel mit Kalifbogenschützen und Schlange und Schweinen und Bäumen. Und Bäume. Überall. Na hier mit dem Geplänkel wird es interessant. Was der Kalif an Pech produziert. Wenn es durchkommen würde. Das Lustige ist, anscheinend bekommen KIs ja ihre Pechgräben umsonst. Das ist mir zumindest beim Kalif immer aufgefallen. Das heißt, die KI benutzt Pech hauptsächlich einfach zum Verkaufen. Nicht mal wirklich, um damit Gräben auszuheben. Oder sie brauchen einfach nur sehr wenig. Ich glaube, zu 95%, selbst wenn es nicht umsonst ist, zu 95% wird es bestimmt verkauft. Das Pechibus.
Okay, das ist eine Scheißposition. Um hier einfach... Aber gut, die müssen ja einfach so lange bleiben, bis die Holzfäller weggefällt haben. Dann geht's weiter hoch. Ja, da mit der Reichweite müssen wir noch arbeiten. Aber die Steinlieferungen werden abgefangen, effektiv. Und die Eisenlieferungen auch. Ja, das hier ist eine wirtschaftliche Totalsabotage, was die Schlange hier vollbringt gerade. Der gesamte Zufahrtsweg hier wird gerade blockiert. Und genau das ist es, was den Kalif jetzt davon abhält. Überhaupt irgendwas? Ah, der Ochse findet noch allein sein Ziel. Nicht ohne, Herr Borigar. Schöne Blockade, muss man ja sagen. Na, Abt, wie geht's dir? Oh, immer noch nichts geworden. Müsste einfach auferstehen jetzt. Und plötzlich wieder mitmachen. Als Geist, mit Geistermönchen. Das wäre irgendwie weird. Aber auch irgendwie cool. Oh, jetzt hat der Kalif die Schnauze voll und schickt ein paar Schwertkämpfer raus. Es ist ja tatsächlich so, dass die KI reagiert drauf, wenn sie merkt, dass draußen was mit der Außenwirtschaft nicht stimmt. Und das ist jetzt die Möglichkeit, die Art vom Kalif zu sagen, ey, hör auf mit der Scheiße. Lass mich wenigstens auf ein Date vorher einladen können. Aber darauf wird dann eben die Schlange wieder reagieren, weil sie merkt, meine Patrouillenbogenschützen werden gerade zermetzelt. Ich brauche mehr. Oh, apropos mehr. Apropos mehr, eine Frau. Kommt gerade eine Angriffsarmee von der Schlange raus. Das könnte mit Pech der Todesstoß für die Schlange sein. Das könnte mit Pech der Todesstoß für die Schlange sein. Das ist genau das Euer Herr. Das ist ganz sicher der Todesstoß. Alter Falter. Da war einfach das Tor offen. Da war einfach das Tor offen. Fuck. Eine Nachricht vom Schwein. Oh, umlenken. Niemand von euch umlenken. Wird überleben. Umlecken. Alter, du Perversling. Boah, das Schwein ist gerade richtig effektiv am Stumpen produzieren. Boah, die drei Oh, Schwein, hättest du doch weitergemacht. Ernsthaft, was du da gerade an Schaden angerichtet hast. Das war nicht ohne, wirklich. Aber jetzt ist... Ja, jetzt kommt es zu Kalif gegen Schwein. Zeit für ein Duell. Jetzt haben die Armbrustschützen ein bisschen mehr Deckung, weil die Türme kaputt sind. Ja, vor allem die nächsten Angriffe werden interessant wieder. Und das Schwein... Oh, das Schwein hat die Finanzen von der Schlange bekommen. Das heißt, der nächste Angriff wird bald kommen. Der wird sich jetzt schnell aufbauen können. Piu. Es sieht für einen Sieg für den Schinken aus. Räucherspeck. Schießt der tatsächlich gerade auf den Bergfried? Ah, verdammt. Mein Knie. Der wird hier gerade tatsächlich weggesniped langsam. Was geht denn hier ab? Was ist denn hier los? Heckenschützen. Heckenschützen. Ja, die werfen mit Hecken. Das sind Heckenschützen. Weiß doch jeder. Ah, interessant. Ja gut, an sich sind Sklaven... Sklaven sind ja tatsächlich bei Angstfaktor-Unterschied nicht mehr One-Shot. Aber gut, ist ja gerade nicht vorhanden. Aber auf einer Mauer zumindest durchaus Unterschied vorhanden. Hier sind sie natürlich One-Shot. So, Kalifa, zeig mir mal, was du kannst oder was du nicht kannst. Na gut, mehr als ein paar... Er kommt immer noch nicht dazu, wirklich großartig was rauszuschicken an Angreifer. Er kommt, ist immer noch mit seinen Patrouillen beschäftigt. Schwein hat bald seine Ressourcen wieder verbraucht, die er zusätzlich jetzt bekommen hat. Aber dennoch... Baum. Ja, derzeit hat das Schwein eher das Problem, er hat jetzt keine Holzfäller mehr, weil keine Bäume mehr hier sind. Oh, Angriff sammelt sich. Er wird beschossen. Klasse Arbeit. Ah, jetzt wird man zurückgeschossen.
Der lässt jetzt aber nicht seine Baumeister einfach abknallen hier, oder? Doch, lässt er. Oh Mann, Schwein! Ja gut, zwei Katapulte sollten eigentlich... nur eins, oder? Ja, nur eins ist bemannt. Und das ist gleich zerschossen. Boah! Mein Gott! Einmal das Hirn richtig einsetzen. Das hätte es gebracht in dem Fall. Aber er richtet jetzt trotzdem Schaden an. Schon alleine, weil das Tor aus zu ist eine ganze Weile. Solange ist der Kalif hier gebindet. Mit maximaler Saugleistung. Oh, ich wollte gerade sagen, warum kommen jetzt alle zurück, weil das Tor zu ist. Es hat sich eine freie Stelle gebildet. Besser als auf dem Arbeitsmarkt, muss man sagen. Kalif, mehr freie Stellen als die Bundesagentur für Arbeit. Ja, durchaus. Holzfäller gegen Sklave. Holzfäller ganz klar Favorit. Gut, Schwein hat sich jetzt mit der Reserven anfuttern können. Nom nom. Ja, es hätte vom Timing einfach besser sein. Oh, jetzt machen sie doch ihre Holzfällerhütten wieder. Wie gesagt, nochmal diese Sniper-Armbrustschützen, die bewirken was. Ich glaube, er hätte fast was anrichten können. Anrichten. Guck mal, da sind Holzfäller zerschossen worden. Schwein, willst du nicht was rausschicken? Aber irgendwie das Gefühl, die haben sich festgepackt hier, die Armbrustschützen. So, sein Holzfäller wird wieder abge... Ach, Schwein. Ach, Schwein. Warum hast du jetzt eigentlich zugemacht? What the fuck? Jetzt hat er wieder zugemacht. So wird das doch nichts mit uns. Diese paranoide Torhaus-KI, ne? Mal ganz kurz auf... Oh, ne, doch, lieber wieder zu. Ein Sklave kam an. Das hat... Ja gut, ich meine, ein Sklave kann tatsächlich schon dafür sorgen, dass das ganze Krieg verloren wird, weil alles einfach mal anbrennt, aber... Gott, was da... Warum zur Hölle hat eigentlich der Gerber den Harnisch draußen produziert? Was da alles an Wirtschaft jetzt abgefangen wurde. Hi. Da kommt schon wieder die nächsten Sklaven, dass schon wieder das Tor zugeht. Oh, der Holz... Nee, Holzfäller... Holzfäller regelt. Holzfäller hat geregelt. Und, wer gewinnt? Rot oder... Oh, verdammt. Ich hätte auf Rot gesetzt eigentlich, aber ich habe zum Glück nicht gesetzt. Jetzt ist der Kalif tatsächlich am Comebacken, aber... Ist der Kalif hier irgendwelche was... mit seinen Feuerballisten könnte er ordentlich was wegsnipern. Und normalen Bogenschützen. Und da ist wieder Tür dicht. Aber mit arabischen Schwertkämpfern kommt er nicht sehr weit. Ich meine, mit den Mauern geht's, da hat nicht viel kaputt zu kloppen, aber Armbrustschützen und so. Arabische Schwertkämpfer gegen Armbrustschützen zu schicken, ist irgendwie so, als würde man hier so einen Karpador gegen Zapdos einsetzen. So zum Verhältnis. Das bringt nicht viel. Ja, kommen wieder Bogies. Bogie. Bogie back. Okay, dann würde ich mal glatt sagen, wir sehen uns wieder, wenn was Spannendes passiert. Und der nächste Angriff von Professor Dr. Schweinskopf-Sülze. Wird immer noch gerade so mit dem Bogenschützen gebettelt. Auf diese Weise kann der Kalif nie angreifen, wenn er ständig seine Patrouillen rausschickt. Aber er hat eigentlich genug zum... Obwohl. Das wird interessant. Da unten ist er schon komplett weggefällt. Und wenn dann die Bäume wechseln, wird der Kalif mit seinen Holzfeldern komplett nach da hinten expandieren müssen. Spätestens dann wird es ein bisschen aggressiver, der ganze Spielstil. Die Katapulte kommen leider nicht zu sehr viel, weil hier ständig die Ballisten am Ballern sind. Schießt! Nicht ewig warten. Schießen! Heute wird zurückgeschossen. Das hat immer noch nicht gereicht. Oh, es ist offen. Es ist offen. Wenn jetzt kein Feuerchen in den Weg kommt. Alter. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, damit hätte ich immer noch nicht...
fuck? Ey, das ist Domination gerade. Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger. Eine Nachricht vom Schwein. Niemand von euch wird überleben. Respekt, mit so einem schnellen Sieg hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, es dauert noch eine Weile. Okay, das Schwein hat ja gezeigt, wer die Hosen anhat. Obwohl, jetzt hat er sie bestimmt nicht mehr an. Im Siegestaumel. Alles klar. Hier, da guck mal. Der Kalif ist nicht schlecht im Geld verdienen. Der gibt bloß alles so schnell immer aus. Er ist quasi wirklich wie Griechenland ohne Rettungspakete. Wahnsinn. Schwein, dann die Waffen. Oh ja, ordentlich, ordentlich. Der Abt mit 90 Bevölkerung. Der Abt hätte viel Potenzial, aber kommt... Abwehr eigentlich tatsächlich was? Das wäre eine Kombination. Fürs, vielleicht fürs nächste Mal. Da machen wir so die Langschläfer. Marschall, Abt, Friedrich und Sheriff. Da haben wir 4 Langschläfer. Dann haben alle ihre Zeit, sich zu entfalten. Das wäre doch was fürs nächste Mal, oder? Schon mal so ein Vormerken. Abt, Sheriff, Friedrich, Marschall. Das könnte interessant werden. 4 von den Leuten, die wirklich mit am längsten brauchen, um wirklich mal was zu erreichen. Das ist durchaus schön. Aber gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war das Deathmatch. Kalif, Schwein, Schlange und Abt. Beinahe vergessen den Jungen, der war so lange nicht dabei. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Und dann, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Deathmatch. Höchstwahrscheinlich wieder ein Deathmatch. Wahrscheinlich auch mit der Konstellation, die ich gerade genannt habe, mit den Langschläfern. Das könnte durchaus interessant werden. Es dauert vielleicht ein bisschen, um in hier Fahrt zu kommen. Vielleicht so 10, 15 Minuten. Aber dann dürfte es echt nice werden. Alles klar? Wenn ihr meinen Favorit hören wollt, ich könnte mir vorstellen, dass Friedrich das Ding reißt am Ende. Aber gut. Kann auch was ganz anderes werden. Kann auch sein, ich meine, wenn Abt früh seine Mönche auf Friedrich schickt, weil der Abt kann schon früh angreifen, dann kann es was anderes werden. Von daher sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ungläubig. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Hackfleisch. Hühnerfutter.